Hört doch mal auf, zu fliegen, ihr Schmonks, Alter. Ohne Witz. Halt. Oh. So. Ja, es lohnt sich mal, abseits der Wege zu fliegen. Und mal zu schauen, was es hier alles gibt. So, wir können mal ein bisschen Pulle geben hier. Bullshit for the win. Was war das denn? Zurück. Die krieg ich. Oh, gut. Das war sehr schön. Das war richtig, richtig Bombe war das. Aua. Das war sehr schön. Das war richtig Bombe war das. Ah, ich freue mich wieder Let's Plays zu machen, Leute. Wirklich ohne Witz. Mit so einer super Community wie ihr ist halt noch viel Spaß. Alles genau, wie gesagt, am Sonntag müsste es eigentlich soweit sein. Da bin ich bei meinen Eltern, dann ist das ein bisschen schneller hochgeladen als bei mir. Dann lade ich das Video hoch und dann könnt ihr euch das als Abonnenten-Special mal reinziehen. Würde mich freuen. Oh, wir sind angekommen. Hallöchen! Schau mal da, da ist der Feind. Dieser krasse Feind. Hölle zusammen. Die Hexenkrollen machen kurzen Prozess. Die Hexenkrollen. Die Fledermäuse haben Gäste mitgebracht. Vernichtet sie. So, Hexenkrollen dürfen wir nicht. Du entkommst nicht, Wächter. Wir dürfen nicht mit Y angreifen. Diesen Fehler habe ich damals. Und? Ich warte, Shard. Hier, komm. 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 Und ich werde jetzt mal gucken, wo wir. Halt! Oh, er hat mich nicht zurück. Aber die Hexe fallen nicht uns. Haben wir eigentlich. Du bist nicht erwünscht! Habe ich eigentlich diese Technik noch? Ich muss jetzt nachgucken. Komm, zeig dich, komm her. Alter, ich wollte dich doch nur fangen jetzt. Bleib stehen, du Schmunk! So. Jetzt müssen wir kurz nach oben werfen. Ihnen nach! Und nochmal nach oben werfen. Was soll das denn? Ich wollte doch. Alter, jetzt bin ich verwirrt. Okay, wir wollen jetzt mal anfangen hier. Sturzzug, ich habe keine Ahnung, wo der Boden ist. Oh Scheiße, da war der Boden. Verdammt ich. So, wollen wir mal ein bisschen jetzt hier. Das dauert schon viel zu lange hier. Bullshit, Alter. Ohne Witz. Aber was denn nicht? Oh Scheiße, von Hexenkeule. Kleine Heule. Achso, mal zu den Hexenkrollen gesagt. Das waren eigentlich die ersten laut der Geschichte Alter, jetzt leck mich doch am Sack. Laut Geschichte waren das die ersten Vögel, die es gab. Eine Mischung eigentlich aus aus. Oh, ich muss mich gerade voll konzentrieren. Das ist kacke ist das. Hab dich, du Schwein. Eine Mischung aus Krähen und Eulen waren Hexenkrollen. Warum sie magische Fähigkeiten haben, weiß keine Doppel. Normalerweise haben eigentlich nur Feind die im Anflug. Hexdämonen. Pass auf! Wirklich die ein, magische Fähigkeiten. Verzagen, Alter. Wie oft soll ich denn aufpassen? Flammenklauen, activate! Rescue Pack! So, jetzt hab ich dich. Schmonk. Geowurf! Fick you, asshole! Wow! Und noch Boden klatschen und nochmal hinterher. Und nochmal mit X noch in die Fresse hauen. Nein, das sind Hexenkeule. Und noch einer oben. Und noch einer oben. Und pack mal jetzt. Ich hab nur noch einen Treffer. Zack. Wenn man sie zu
früh loslässt, kann es auch sein, dass man, dass sie sich noch fangen können. Deswegen muss man immer schön abwarten. Und jetzt loslassen. Also mit den Hexenkrallen geht so am schnellsten dann. Gibt's da auch, oh, das war ein. Gut. Jetzt aber. Ab dich. Ist halt so am schnellsten, naja. Das ist ein bisschen langweilig und so. Oh oh. Da haben wir einen subtilen Hinweis bekommen, meine Damen und Herren. Ist das nicht nett? Ich finde das total nice. So. Ich mach gar nichts. Das ist blöde Einbildung. Bam. Doch. Bam. Check this out. Ja, geschafft. Und noch ein. Und 18. 18 Stück, meine Damen und Herren. Bei Glaubs, was waren das für deine Mutter? Dinger? Wer weiß. Aber es macht ihnen mächtig Spaß, uns weh zu tun. Ist deine Mutter. Wir sollten deine weiter. Deine Mutter! Vielleicht sind hier noch mehr davon. So, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Trotzdem ausgezeichnet, ich freue mich wirklich. 6:13 war die bessere Zeit. Wir haben also mehr als eine Minute länger gebraucht als letztens. Scheiße, deswegen jetzt auch keine Funkler. Hätten wir unsere Zeit unterboten, wären wahrscheinlich mehr Funkler rausgekommen wieder. Aber so, naja. Wiederhole Mission, um mehrere Punkte und bessere Medaillen zu holen. Messer als Gold geht nicht, Spacken. Verrückter Morgen, Junge! Schalte den Sturmangriff Y frei und schmettere deine Feinde in den Muscle-Top. Die alte Eule! Ist sie verletzt? Nein! Ich bin nur ein Krüppel, du Arsch! Mach dir keine Sorgen. Aber die Jungmönche brauchen Hilfe. Die Hexenkeulen bringen sie in mein einstiges Zuhause zurück. Von dort bin ich geflohen. Du musst Cormac sein. Genius! Was sind denn Hexenkräulen? Kreaturen, halb Eule, halb Kreule. So vermuten wir. Aber das ist jetzt unwichtig. Bitte, du musst sie retten. Die Lage scheint viel übler zu sein, als wir dachten. Ich fasse es nicht. Diese Kreaturen könnten die Hexenkräulen sein. Sie könnten Cormac und unsere Brüder in den Krallen haben. Finde und rette sie, junger Wächter. Nur Problemo. Berufsrisiko und so. Wir müssen sie befreien, bevor die Hexenkräulen ihre Anlage erreichen. 5000 Watt Beast Machine Anlage, oder was? So, letztens war ich ein bisschen verwirrt in der Art und Weise. Darum kümmert sich mein anderer. Ah, ich hab noch eins. Okay. Dann müssen wir was freischalten jetzt. Dass ich da auch mal ein paar Leute einsetzen kann. Und check dies auf. Was mach ich denn da? Das war jetzt selten gut von mir. So, da haben wir doch. Halt! Hexenkräulen greifen nicht an. Die greifen Hexenkräulen nicht an. Wir müssen sie unbedingt von den Käfigträgern trennen. Kein Problem. Suck this out. Und check this out again. Und check this out. Reloaded. Bitch. Pura Geowurf. Bleg. Ein Tauboga, würde ich mich mal behaupten. Okay, es sind wirklich nur auch Hexenkräulen hier. Das ist natürlich mehr als scheiße. Kann ich meine Leute nicht einsetzen? Hallo, pack sie! Deine Mutter! Wir müssen sie unbedingt von den Käfigträgern trennen. Und Gas geben, Leute! Wir müssen eine Eule retten! That's what she said! Nein, das war's. Voll unangebracht. Zu deinem kleinen Baum. Was heißt hier kleiner Baum? Der hat mehr Verstand in den kleinen Wurzel als du und ganzen schnell, Körper. Schnapp dir den Käfigträger. Oh, mehr eine. Boom. Mehr einen kleinen Stress als du und ganzen danke, Körper. Danke, Wächter. Eine weitere Gruppe Hexenkräulen hält auf die Anlage zu. Wie passend, dass hier Funkler versteckt sind.